Hallöchen, ein ganz, 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 ganz frohes Neues wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Silvester gehabt und seid gut in 2018 angekommen. Ich habe ja mein Silvester sehr ruhig verbracht und das auch sehr genossen, zusammen mit meiner Mama. Das war irgendwie auch mal was anderes, aber ganz schön. Vielleicht merkt ihr es ein bisschen, ich habe ein Mikro jetzt über der Kamera hängen. Ich hoffe, der Ton wird ein bisschen besser dadurch. Wir werden mal sehen. Vielleicht habt ihr auch gar nichts gemerkt, dann ja, muss ich mal gucken, wie ich das noch ändern kann. Das war auf jeden Fall ein Weihnachtsgeschenk von meinem Bruder und ich bin da sehr, sehr froh drüber. Also vielen Dank, liebes Bruderherz, nochmal an dieser Stelle. Ja, das Jahr 2017 ist vorbei und ich muss sagen, ich habe gerade heute Morgen, heute ist der 1.1., mit einer Meditation. Erst Sport gemacht und dann mit einer Meditation auf das Jahr 2017 zurückgeblickt und das mit der lieben Laura Marlina Seiler. Ich ja, kann sie euch nur ins Herz legen, falls ihr nach einer Meditation, nach geleiteten Meditationen sucht. Ich finde sie super und kann da nur sagen, sie hat das super toll gemacht. Ich habe mich wundervoll an das letzte Jahr erinnert und konnte auch mit einigen Dingen abschließen und das ist, finde ich, sehr wertvoll. Sonst hat man das Gefühl, es geht einfach alles weiter wie immer und es ist gar kein richtiger Jahreswechsel. Ich finde es aber ganz nett, wenn man das irgendwo zum Anlass nimmt, sich einfach mal anzuschauen, okay, wie war das letzte Jahr, die letzten Monate und jeden Monat nochmal so Schritt für Schritt durchgeht. Da fallen mir natürlich ein paar Highlights ein im letzten Jahr. Zum Beispiel aus buchiger Sicht die Buchmesse in Leipzig im März. Dort war ich und habe Anne Freitag getroffen. Ich kann immer noch sagen, oh, es war ein so toller Moment. Ich habe sie gesehen, dass sie da saß und wusste, ha, ich hätte ganz gern eigentlich ein Autogramm in meinem Buch, den Mund voll ungesagter Dinge. Und ja, sie hat das mir auch signiert, nachdem mich sogar zwei Mitarbeiter dort am Stand angesprochen haben und gemeint haben, vielleicht könnten sie organisieren, dass Anne Freitag mir das Buch signiert. Und ja, das zweite riesengroße Highlight für mich jedenfalls, die Lit Love im November. Dort durfte ich Anne Freitag nochmal sehen und auch mich mit ihr unterhalten. Für mich tolle Erlebnisse und ich kann nur sagen, das war aus buchiger Sicht wirklich stark prägend, die beiden Ereignisse mit Anne Freitag. Abgesehen davon habe ich auch zwei Bücher von ihr gelesen, mindestens zwei jedenfalls. Nicht, dass mich mein Gedächtnis gerade ein bisschen trügt. Abgesehen davon habe ich noch ein paar Dinge hier neu eingeführt auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet da immer ein bisschen Spaß mit dabei und habt es euch gerne mal angesehen. Zum Beispiel meine Ohne-Worte-Reihe. Ich finde sie ja ganz angenehm und ganz nett, weil sie für mich zum Schneiden mal wieder was ganz anderes sind und ich auch das Filmen ganz anders wahrnehme, als wenn ich jetzt hier sitze und mit euch rede. Das heißt, ich habe schon ein bisschen vor, euch ein bisschen mehr mitzunehmen. Vielleicht wird das noch ein größerer Teil werden. Wir werden es mal sehen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich habe mir noch nicht so detaillierte Gedanken darüber gemacht, über meinen Kanal, wie das viele andere getan haben. Ich habe gesehen, Laura Newman hat sich ganz viele Gedanken gemacht. So früh bin ich nicht dran und das macht aber auch gar nichts. Ich werde erstmal das Jahr so ankommen lassen und mal schauen, was es mir so bringt. Und wie, ja, ich finde das Schönste an einem Jahreswechsel, wenn man sich auf das nächste Jahr freuen kann. Heißt nicht, dass 2017 furchtbar schlecht war, aber aus privater Sicht war es doch recht veränderungsreich und recht abwechslungsreich. Aus gesundheitlicher Sicht auch. Und das ist auch der Grund für die letzten Videos, die ohne mein Gesicht stattfanden. Das heißt, jetzt geht es mir schon wieder besser. Es ist auf dem Weg. Und ja, ich freue mich, in ein neues Jahr zu starten. Besonders freue ich mich da natürlich auch auf einen Urlaub, der steht schon im Januar an. Der war eigentlich geplant, mit Anka von Ankas Geblubber nach Namibia zu fliegen und noch einer ganz lieben Zuschauerin. Leider klappt das jetzt nicht. Ich muss sagen, zuerst fand ich das sehr schlimm und traurig. Jetzt habe ich das mittlerweile ein Stück weit ja loslassen können, diese Wut darauf, dass es nicht funktioniert. Vielleicht soll es gerade jetzt nicht sein. Und vielleicht soll es sein, dass ich mir Zeit nehmen kann, ja, eher einen Wellnessurlaub nur für mich zu machen und auch nur mit mir alleine. Und ich freue mich da riesig drauf. Bin gespannt, ich zähle die Tage und Stunden. Vielleicht werdet ihr davon auch etwas mitkriegen oder dann zumindest vielleicht sehen, vielleicht lese ich da ganz viel im Urlaub. Mal sehen, was ich da so alles anstelle. Ich hoffe, ihr könnt genauso zufrieden irgendwo oder zumindest, ja, ausgeglichen mit sich auf das Jahr 2017 zurückschauen und mit Freude auf das Jahr 2018 blicken. Ich kann euch nur sagen, ich habe so viele angefangene Bücher, wie glaube ich, noch nie mit ins neue Jahr genommen. Das macht aber irgendwo auch gar nichts. Eigentlich bin ich ein Mensch, ich möchte gern alles perfekt und fertig kriegen. Hat nicht funktioniert und dann hat es vielleicht auch nicht sein sollen. Mein Silvester war
Richtig schön, wie schon erzählt, nur zusammen mit meiner Mama. Wir haben das genossen, wir haben es uns schön gemacht, wir haben was Leckeres gegessen, also zusammen gekocht und gegessen. Wir haben uns einen Nachtisch gemacht, wir haben direkt um Mitternacht uns einen kleinen Sekt gegönnt. Das war alles genauso, wie es uns gepasst hat. Und das ist das Schöne daran, man kann sich auch zu zweit ganz gemütlich machen und ganz entspannt ins neue Jahr starten. Abgesehen davon haben wir uns auch einen wunderschönen Film angesehen, denn wir haben zwar auch Dinner for One traditionell gesehen im Fernsehen, aber wir haben auch uns einen Film angesehen, den meine Mama schon vor einer längeren Zeit gekauft hat, und zwar die Verfilmung eines Romans. Und zwar ist es der Roman von Mitch Albom, Die fünf Menschen, denen ich im Himmel begegne. Irgendwie so ähnlich. Mich hat es ein bisschen von der Art her an Hinter dem Horizont erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Film, der lief ein paar Jahre lang, meinem Eindruck nach, ständig. Immer in Wiederholungen, nachmittags, vormittags, irgendwann. So dass man dem ab und zu mal doch begegnet ist. Den habe ich auch als DVD und auch gesehen, allerdings schon wieder länger nicht mehr. Ja, aber auf jeden Fall die Tatsache, dass wir diesen Film gesehen haben, war wunderschön. Passt auch für so einen langen Abend, denn der Film dauert 2,5 Stunden. Und zwischendrin haben wir uns das Ganze noch mit Maronen versüßt und ja, ich kann nur sagen, ein gelungener Abend. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber hier stehen und ich bin gespannt darauf, vielleicht demnächst mal da reinzuschauen und mir das auch in geschriebener Form anzuschauen. Also ich finde, die Bilder waren schon sehr eindrücklich und sehr gut gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es doch recht ähnlich dem Roman ist. Allerdings, wie gesagt, kenne ich den noch nicht. Und eine Kleinigkeit, bevor ich jetzt noch ganz, 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 ganz viel weiterrede, wollte ich euch noch mitteilen, dass ich eine kleine Erkenntnis mitgenommen habe. Und zwar recht zufällig, dass das noch am Samstag, ja, Samstag, 30. Dezember stattgefunden hat, vorgestern. Es kommt mir so vor, als wäre das schon Jahre her. Eine kleine Erkenntnis habe ich mitgenommen, und zwar, wie könnte es anders sein, aus der Buchhandlung. Ich habe mich dort etwas getraut. Ihr seht jetzt hier nur noch das Papier. Vielleicht erkennt ihr es auch ein bisschen. Das ist das Papier vom Hugendubel. Und zwar war in diesem hauptsächlich rot eingepackten Papier ein Buch drin. Das ist so ähnlich wie die Blind Book Blubber. Ihr wisst schon, von Ankers Geblubber gibt es eine neue Reihe oder eine Idee, eine Videoidee, eine Aktion mit der Dreimann-Buchhandlung aus Olpe, wenn mich nicht alles täuscht. Und dort kann man ein Buch bestellen und man weiß nicht, was dahinter steckt. Also dieses Blind Date mit einem Buch. Und so hat das auch die Hugendubel-Buchhandlung. Ich weiß nicht, ob in allen Standorten, ich habe es jetzt nur in Nürnberg so gesehen, habe damals mir schon mal gedacht, ich habe es bestimmt schon vor ein paar Monaten schon mal gesehen. Da habe ich gedacht, ach nee, nee, ich weiß ja nicht so recht. Wenn ich da nur einen Satz drauf lesen kann, nee. Hier steht ein Satz drauf. Ich weiß nicht, ob es der allererste Satz ist. Kann ich gleich herausfinden. Den möchte ich euch aber nicht verraten. Nicht, dass ihr dann schon wisst, wenn ihr dieses Zitat seht, dass es das Buch ist, das ich euch gleich zeigen werde. Auf jeden Fall habe ich mich getraut. Ich habe einfach alle Zitate angeschaut, habe mir die Bücher in die Hand genommen und habe gemerkt, doch, das möchte ich jetzt mitnehmen. Ich habe es mir selbst geschenkt. Und zwar in verpackter Form und wusste ja gar nicht, was ich mir schenke. Ein bisschen aufgeregt war ich und hatte ein bisschen Angst, dass ich das Buch schon habe, weil das macht wenig Sinn, sich ein Buch zu kaufen, das man schon hat. Aber ja, ich war sehr überrascht und positiv, ja, sehr, sehr positiv überrascht eigentlich, als ich es ausgepackt habe. Denn damit hätte ich irgendwie nicht gerechnet. Es ist der Roman Das Café der kleinen Wunder von Nicolas Barreau. Ich habe noch kein einziges Buch von Nicolas Barreau, weder hier stehen noch gelesen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Bücher und welche Bücher meine Mama alle besitzt. Ich weiß, dass sie schon mindestens eins gelesen hat. Irgendwas mit der Frau, glaube ich. Die Frau. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich kann euch allerdings aber sagen, was hinten drauf steht. Nicolas Barreau ist wieder ein wundervoller Liebesroman gelungen. Die 25-jährige Nelly leidet unter Flugangst, glaubt an Zeichen und ist nicht der Typ, der einfach so alle Ersparnisse abhebt, sich eine teure rote Handtasche kauft und an einem kalten Januarmorgen Hals über Kopf Paris verlässt, um nach Venedig zu reisen. Doch manchmal geschehen Dinge im Leben. Dinge wie ein schlimmer Liebeskummer und ein rätselhafter Satz in einem alten Buch. Und manchmal muss man eben erst den Boden unter den Füßen verlieren, um im siebten Himmel anzukommen. Ich gucke auch mal gleich rein. Okay, mit einer Birnentasche, mit einem Rezept vorne drin.
Also, wenn man den Prolog weglässt, ist der hier vorne draufstehende Satz der erste Satz in dem Buch. Ich habe mich überraschen lassen und meine Erkenntnis daraus ist, vertraut mal ein bisschen darauf. Das heißt, wenn du etwas siehst und du bist der Meinung, das tut dir gut, das brauchst du gerade, oder du bist der Meinung, genau das möchte ich jetzt tun, dann vertrau darauf. Denn der wichtigste Mensch in deinem Leben bist letztendlich erstmal du. Es gibt viele Menschen, die uns wichtig sind. Unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Verwandten vielleicht. Vielleicht unser Partner, unsere Partnerin. Vielleicht auch ganz liebe Freunde, weil die uns viel weiterhelfen, weil die uns viel Halt geben, weil wir ihnen weiterhelfen können und einfach füreinander da sind. Es kann natürlich auch noch andere Menschen geben. Und darauf habe ich vertraut, auch im letzten Jahr. Ein kleines Beispiel an der Stelle ist, ich habe eine wundervolle Freundin gewonnen, die ich nicht mehr loslassen möchte, wenn ich ehrlich bin, und die für mich sehr, sehr wertvoll ist. Und die habe ich gewonnen, weil ich darauf vertraut habe, dass es vielleicht nicht der beste Weg ist, eine Patientin zur Freundin zu machen, aber es ist manchmal der richtige Weg und den habe ich genommen. Und das möchte ich nur sagen, es ist einfach manchmal wichtig und wertvoll, dass wir darauf vertrauen, was wir wissen, was wir können, was wir wollen. Und so habe ich das auch bei diesem Buch gemacht. Ich wollte mir eigentlich überhaupt kein Buch mehr kaufen, wie das öfter mal so eine eigene Vorgabe oder ein eigener Wunsch ist. Aber ich habe es doch getan und habe darauf vertraut, dass dieses Buch gut für mich ist. Damit soll es auch schon sein mit dem Willkommensgruß in 2018. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf das Jahr. Ihr hoffentlich auch. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Seid gerne mit dabei. Ich nehme euch gerne mit und ich hoffe, wir machen daraus ein ganz tolles Jahr. Also, startet in das Jahr, lest schöne Bücher und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!